Albert, die Premiere von Wirtschaft und Medien ist rum. Wie hat sie dir gefallen auf der Bühne? Ja, sehr gut. Also die Nervosität am Anfang haben wir sehr schnell abgelegt. Besonders wenn dann harte Themen kommen, dann werde ich ja sehr impulsiv. Tatsächlich ist so, beim nächsten Mal werden wir noch einiges verbessern. Wir haben ja da entsprechende Anregungen bekommen aus dem Publikum. Fand ich sehr gut. Aber man sieht ja auch eben, der Marquardt und der Sebastian Körber und ich, wir verstehen uns prima. Wir gehen ja von derselben Richtung aus, nämlich die Wirtschaft macht den Wohlstand in Deutschland und nicht die sozialen Geschichten. Erst muss das Geld verdient werden und dann kann es erst ausgegeben werden. Und da sind wir sehr nah beieinander. Deswegen kann das natürlich bei uns auch niemals zum Streitgespräch führen, sondern nur zu einer Ergänzung der gegenseitigen Meinungen und der Standpunkte. Und insofern hat mir das sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil es voll war, war super, hat prima funktioniert, unsere Art der Einladung. Und ich glaube, es ist gut angekommen beim Publikum. Hast du Angst, dass dir der Sebastian fremd geht und jetzt eine Moderationskarriere macht? Er könnte das, ne? Nein, nein, der geht mir nicht fremd. Der ist einfach ein guter. Man merkt ja, der ist Ausschussleiter, das merkt man sofort. Er hat eben diesen Stil drauf. Er weiß, auf was er sich konzentrieren muss. Er weiß, wann er einschreiten muss. Hervorragend. Was hast du heute Abend über Medien erfahren, was du bis dato nicht so wusstest? Naja, also da ich mich ja laufend mit Marquardt unterhalte, mit Herrn Marquardt, ist es natürlich für mich nicht viel Neues dabei, aber es ist schon interessant, wie eben auch Medien funktionieren. Das kam ja auch aus dem Publikum von Medienfachleuten und finde ich gut. Also es frischt auch das Wissen wieder auf. Man vergisst vieles, aber es ist wieder vieles aufgefrischt worden, kann man gut gebrauchen für die Zukunft. Letzte Frage, da kam heute so aus dem Publikum so eine Anmerkung, dass Politik positiver sein sollte. Ist das vielleicht etwas, was ihr mitnehmen könntet und wo ihr euch vielleicht auch dazu Gedanken macht, wie man Politik positiver vermittelt? Ja, das ist tatsächlich etwas, das habe ich mitbekommen. Ich habe ja dann versucht zu erklären, wo wir eben Ansätze gebracht haben. Die klingen vielleicht nicht positiv, weil sie sehr hart sind. Ja? Aber tatsächlich ist so, wir müssen uns gegenüber den Wählern und gegenüber den Menschen draußen viel positiver verkaufen, dass wir tatsächlich für sie das Beste wollen und nicht für uns und nicht für andere Politiker. Und das müssen wir besser rüberbringen, da bin ich mir sicher. Ist ja, glaube ich, auch dein Slogan von diesem Jahr, Politik für dich. Ja, ob das für dich, manche fühlen sich ja angegriffen, weil ich sie duze, sonst machen sie mal alles mit, also sollen sie auf einfach stehen lassen. Danke. Bitte.